Hallo und willkommen zu den kosmischen Kumpanen. Ja, wir haben mit unserer Untersberg-Tour begonnen. Im Hintergrund könnt ihr bereits die Nordseite des Untersberges sehen. Jetzt sind wir in Fürstenbrunn und wollen hier einige Höhlen und eine Quelle und ein paar schöne Sachen noch aufsuchen, die wir euch dann zeigen wollen. Wir wünschen euch viel Spaß. Begleitet uns auf dieses kuriose Abenteuer. Würden wir uns freuen. Also viel Spaß. Viel Spaß. Hallo Leute, ich habe für euch noch eine kurze Einleitung mit ein paar Fakten zum Untersberg. Der Untersberg ist ein etwa 70 Quadratkilometer großes Bergmassiv der nördlichen Kalkalpen nahe Salzburg an der deutsch-österreichischen Grenze. Er hat eine Höhe von 1972 Metern über der Normalhöhe Null. Der Dalai Lama hat anlässlich seines Salzburg-Besuches 1992 über den Berg gesagt, er sei das Herzchakra Europas. Im Inneren des Berges soll sich Kaiser Karl V. Befinden und so lange schlafen, bis sein Bart dreimal um den Tisch gewachsen ist. Zweimal ist das schon geschehen, erfolgt es ein drittes Mal, dann erwacht der Kaiser aus seinem Schlafe und der jüngste Tag bricht an. Es gibt über 400 bekannte Höhlen auf und um den Untersberg. Angeblich wurde der Berg von Zwergen ausgehöhlt. Auch heißt es, dass Adolf Hitler ein großes Interesse an dem Berg hatte. Auf dem Obersalzberg ließ er ein Teleskop aufbauen, um den Untersberg beobachten zu können. Man sagt, er wünschte sich, einst neben Kaiser Karl im Berg beerdigt zu werden. Mythen und Legenden auf und um den Berg sprechen immer wieder von seltsamen Lichterscheinungen und mysteriösen Zeitanomalien. Angeblich kann man dort Zeitlöcher finden, in denen die Zeit viel langsamer vergeht als überall anders. So gibt es Gerüchte über Menschen, die nach ihrem Empfinden nur kurz auf dem Berg waren, aber Tage, Monate und sogar Jahre später erst wieder herunterkamen. Ihr könnt euch im Laufe der Episoden dieser Untersberg-Spezialserie auf mystische Wälder einer vergessenen Welt, dunkle Höhlen, die unheimliche Geisterstadt und schwirrende Lichter in der Nacht freuen. Also kommt und begleitet uns auf diesem einzigartigen Abenteuer. Eure kosmischen Kumpanen. So, wir müssen jetzt die Straße hier hoch, um unser erstes Lager aufzubauen. Es ist 21 Uhr, wie? 21.19 Uhr. Ja, es wird langsam etwas dunkel. Die Kamera kommt momentan noch ganz gut klar, liegt wahrscheinlich auch an den Laternen. Nein. Nicht nur, aber ein bisschen. Aber ich merke auch zumindest auf dem Display einen Unterschied. Ja, und wir haben gerade noch ein Bierchen getrunken, nachdem wir endlich angekommen sind in Salzburg und dann weitergefahren sind nach Fürstenbrunn. Ja, und morgen wird dann ein höchst interessanter Tag. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, ich möchte gar nicht vorgreifen. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt einfach ein bisschen den Weg, den wir gehen, unser Lager, das wir aufbauen. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf den morgigen Tag freuen. Hier, das ist ja ein bisschen mau, muss ich sagen. Aber dafür sieht es schön aus. Es sieht super schön aus. Guckt euch das mal an, das ist Hammer. Echt toll. Was ist das denn? Scheinwerfer. Okay, ja, gut, macht Sinn. Nein, macht keinen Sinn, hör auf. Ja, aber cool ist es. Guck mal hier. 7,5 Tonnen, Dom, du musst unten bleiben. Jedes verdammte. Guck mal, hier macht meine Kamera nämlich schon das Licht an. So. Ja, wir brauchen irgendwas, wo wir die Hängematten aufbauen können. Und jetzt kommen erstmal ein paar Kilometer, die hier eigentlich nur Aufstieg sind. Und wir haben jetzt nur gesessen, Stunden gesessen. Von 8 Uhr bis um 20 Uhr.
haben wir nur gesessen. Bis um 20.30 Uhr, stimmt. Da, wir hatten noch Verspätung. War noch Stau hier auf der Straße. 20.38 Uhr, um genau zu sein. 20.38 Uhr. Dann ist das. Ja, du musst angekommen. Du musst ja am Untersberg mit Zeiten nicht genau sein, weil wir haben ja hier eh Zeitanomalien. Ist ja eh alles egal. Man sieht das auf der Kamera null. Wenn ich auf Display gucke, denkt man, wir gehen voll einfach nur ganz straight, super easy geradeaus. Aber es ist schon super Steigung. Hier. Schon durch Sumpf, weil von oben kommen Bachläufe runter und die Weichen, wenn die unseren Weg kreuzen, alles auf. Ja, so ein bisschen. Das ist jetzt erst eine halbe Stunde später als die letzte Aufnahme. Also schon krass. So weit da hoch, war. Ja, aber nicht toll. Ja, wir hoffen jetzt hier bald einen Lagerplatz finden zu können. Wir brauchen ja nicht viel. Wir haben Hängematten bei. Aber es ist schon ganz schön steil hier. Dann müssen wir weiterlaufen. Ja. Hier oben wird heller. Offensichtlich. Das ist an sich ganz cool. Es gibt hier keine guten Bäume. Wir suchen mal noch weiter. Wir sind jetzt gerade von da gekommen. Also es war jetzt gerade da, wo ich die Aufnahme beendet habe. Und wir sind jetzt einfach direkt hier rein, in ein Stückchen Wald. Und werden jetzt genau zwischen diesen drei Bäumen hier, ihr seht es schon, werden wir jetzt Lager aufbauen. Also ich werde dann meine Hängematte zwischen dem und dem, ist zwar ein bisschen weit, aber da es schon dunkel ist und in Ermangelung eines besseren Platzes, machen wir es heute halt mal so. Und Dom nimmt hier den gleichen und dann da vorne. Und ja, das wird gut funktionieren. Wir werden jetzt das Lager erstmal aufbauen. Also das Lager, es ist kein Regen angesagt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sowohl auf wetter.de als auch wetter.com bei 0%. Deshalb werden wir keinen Tarp aufbauen. Und wir werden dann jetzt nur die Hängematten aufstellen und dann werden wir noch einen gemütlichen Abend verbringen. Ja, ich bin ganz schön fleckig im Gesicht. Ich bin wunderschön. Das bist du, Dom. Du musst immer an dich glauben, du musst immer Kraft schöpfen. Auf geht's. So, das ist es jetzt. So sieht's jetzt aus. Die Hängematten sind jetzt nebeneinander. Wir haben beide nach innen die Öffnung. Und ja, denke mal, das sollte jetzt für die Nacht reichen. Wir werden eh relativ früh aufstehen. Und dann wird uns morgen einiges erwarten. Ich habe hier nur einen ganz ultra leicht Schlafsack, der wiegt nur 350 Gramm. Aber ich habe halt noch so eine Decke dazu. Und vorsichtshalber kann ich mir noch eine Jacke überziehen. Momentan ist es richtig warm. Wir sind beide noch im T-Shirt, also ja, das wird wohl ausreichend sein, denke ich. Dicken Schlafsack habe ich nicht mitgenommen, den werde ich auch nicht brauchen. Ja, ansonsten kann man kurz die Umgebung. Dom friemelt noch. Aber ihr seht, es ist hier schon so eine Art Hexenwald oder so.
Haufen Kacke aus reinem Marmor. Hier am Marmor. Können sich nur die Reichen leisten. Seht euch diesen mächtigen Felsen an. Ein unendlich riesiger und mächtiger Fels. Außerirdische? Vielleicht sind die Felsen hier gar nicht echt. Also das ist wie in Nordkorea, wo die ihre ganzen Fake-Städte aufgebaut haben. So ist das hier auch. So, und jetzt wollen wir... Also wir haben ungefähr vor 20 Minuten zusammengepackt und wollen jetzt hier auf dem Felsen uns Kaffee kochen und ein bisschen was frühstücken und dann geht's mit dem Tag heute weiter. Ja, dann könnt ihr uns gerne dabei zuschauen, wie wir es uns gut gehen lassen.